Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview in meiner Podcast-Reihe für ein kraftvolles und erfülltes Leben. Mein Name ist Christine Prezelius und ich wünsche dir, dass du durch meine Impulse und Inspiration in deine innere Kraft kommst, dass du dir ein Leben in Fülle gestaltest, mit mehr Glück, Freude, Wohlbefinden, Klarheit, aber auch für dich, dein Business, dein Erfolg, wo es überhaupt hingehen soll im Leben und gerade in der jetzigen Zeit, dass dir da einfach jemand die Hand reicht. Und dass du dich so ein bisschen begleitet fühlst und inspiriert. Und da freue ich mich riesig, dir heute diese Folge in meiner Podcast-Reihe vorstellen zu können. Ich durfte nämlich ein tolles Interview führen mit der lieben Katja Mohl-Wolf. Die habe ich heute zu Gast. Viele von euch wissen ja, dass ich im Coaching-Netzwerk der Zeitschrift Emotion bin. Und das ist jetzt im April schon seit 10 Jahren der Fall. Yippie! Also mein kleines persönliches Jubiläum. Und wer das Magazin regelmäßig liest und auch meine Arbeit so ein bisschen verfolgt und das, was ich so kommentiere, der hat vielleicht auch mitbekommen, dass Katja sonst immer andere tolle Frauen interviewt, mit ihnen ins Gespräch geht, dass auch diese Frauen vorgestellt werden im Magazin und auch in der ganzen Arbeit drumherum. Und ich freue mich riesig, dass ich heute mal den Spieß umdrehen darf und sie heute zum Interview bitten darf. Und sie lässt uns da sehr, sehr persönlich auch einblicken hinter die Kulissen, Arbeit, aber auch Privatleben, dann natürlich auch die Corona-Krise, wo sich viele, glaube ich, auch wiederfinden zum Thema Existenzangst. Was muss ich loslassen? Wie muss ich mich vielleicht neu erfinden? Wie kann ich durch die nächsten Wochen und Monate schreiten? Was braucht es dafür? Und da hat sie ganz, ganz tolle Inspirationen für uns. Und da danke ich auch für ihre Offenheit, für ihre Ehrlichkeit. Und da bin ich jetzt mega gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, was sie im Interview dann auch erzählen wird. Wir haben uns 2019 getroffen beim Emotion Women's Day hier in Hamburg. Der wird dieses Jahr hoffentlich dann wieder im September stattfinden, wo wir uns dann endlich wieder live begegnen dürfen und uns einfach austauschen, Mut machen, uns zusammenschließen, vielleicht auch neue Kooperationen eingehen, weil es ist die neue Zeit von Sisterhood und Ellenbogen waren gestern. Das ist eine absolute Zeit, wo wir Unternehmerinnen jetzt auch die Chance haben, diese mitzuprägen und zwar positiv. Auch wenn viele von uns sich jetzt noch in einer Art Schockstarre befinden und nicht wissen, wie es weitergeht und so Themen wie Glück und Wohlbefinden und positives Denken da so ein bisschen schwierig erscheinen, wenn es darum geht, dass einem die Existenz wegschwimmt und man nicht weiß, wie man die Familie ernährt, wie es überhaupt weitergehen soll, wie man neue Perspektiven finden soll, dass es eben wichtiger ist denn je, das auch zu leben und nicht nur, sag ich jetzt mal, zu schwafeln, weil sich das irgendwie gut anhört. Und da habe ich die letzten 10 Emotion-Jahre schon sehr, sehr als Inspiration empfunden für selbstbestimmte Frauen, die ihr Leben in die Hand nehmen, die kreativ sein wollen und jetzt auch gerade gemeinsam sich durch diese Krise führen wollen und auch werden. Katja übernahm 2009 in einem Management-Buyout die Zeitschrift Emotion vom Verlag Gruner & Jahr und gründete ihren eigenen Verlag Inspiring Network. Sie ist außerdem Autorin, Unternehmerin, seit 2015 FAZ-Aufsichtsratsmitglied sowie zweifache Mutter. Letztes Jahr ist sie nochmal Mama von einem kleinen Sohn geworden. Und neben Emotion veröffentlicht der Verlag auch die Magazine Emotion Slow, Hohe Luft, Emotion Working Women und Psychologie bringt dich weiter. Also ganz, ganz viele Inspirationen. Schaut da auf jeden Fall auf der Website auch mal vorbei. Da findet ihr auch mein Coaching-Profil, wer sich darüber auch mit mir vernetzen möchte. Und auch darüber werden wir sprechen, so ihre ganzen Erfahrungen, die sie gemacht hat seit der Emotion-Übernahme vor, es sind in diesem Jahr 12 Jahre.
was sie da besonders stolz gemacht hat, wie sie auch gerade jetzt in der Corona-Krise immer wieder ins Vertrauen gegangen ist als Unternehmerin, wie sie Menschen gewinnen konnte und überzeugen konnte, ja, von ihrer Vision, da auch in dieses Projekt zu investieren. Ja, und überhaupt für diejenigen, die es so interessiert, sich auch als Marke zu positionieren. Ja, da hat sie auch ein, zwei Tipps, was es so braucht dafür. Und da wollen wir natürlich auch wissen, was ihre Emotionen sind, die sich mit ihrer Arbeit verbindet, wenn sie schon so ein tolles Magazin dazu veröffentlicht. Und ja, überhaupt ganz, ganz viele tolle Tipps, Inspirationen, Hinweise am Rande. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den nächsten Minuten. Wie gesagt, schaut gerne in die Shownotes, verbindet euch mit uns, stellt uns eure Fragen, kommentiert hier drunter auch sehr, sehr gerne, werden das auch teilen, weil es gerade jetzt die Zeit ist, wie gesagt, wo wir zusammenrücken müssen, wo wir uns unterstützen müssen. Und ich sage immer Individualität, Einzigartigkeit. Uns gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Und wir sind alle so, wie wir sind, ein Geschenk. Und gerade viele Frauen dürfen mit alten Glaubenssätzen noch aufräumen, was Teil der frühkindlichen Erziehung war, der Prägung. So, das tut man nicht oder ist man gut genug oder dies müsste man noch tun, das muss man noch tun, diese Ausbildung, diese Qualifikation, und um überhaupt sichtbar werden zu dürfen, rausgehen zu können. Ja, und da dürfen wir vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Und gerade jetzt braucht es eben Hand in Hand und füreinander da sein, auch sich auf einer menschlichen Ebene begegnen, finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch neue Werte leben und für uns definieren dürfen. Es ist jetzt einfach eine neue Zeit. Ich sehe immer diese Leinwand vor mir, so ein, ja, eine nicht bedruckte, nicht beschriebene, die wir jetzt neu bemalen dürfen. Wir dürfen ganz kreativ sein und auch dafür müssen wir positiv bleiben, ne? Dass wir nicht ja, verkrampfen, dass wir kreativ sind, dass wir auch mal neue Dinge tun, einfach mal ins kalte Wasser springen. Das braucht es alles für diese Zeiten und da braucht es vor allem auch Austausch. Und jetzt ist genug der einleitenden Worte. Ich begrüße Kasia Mohlwolf ganz, ganz herzlich und freue mich auf das Gespräch mit ihr. Wünsche euch ganz viele tolle nächste Minuten und ja, viel Spaß bei dem heutigen Interview. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, liebe Kasia, für deine Zeit und dass du bereit bist, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich hatte es ja in meiner Einleitung schon gesagt, ich bin jetzt im 10. Jahr bei euch dabei als Emotion Coach und ich habe so viel schon mitbekommen und ich finde das einfach mega, dass ich dir heute ein paar Fragen beantworten darf. Das interessiert natürlich auch unsere Hörer mega und ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Christine. Und wir freuen uns sehr, dass du 10 Jahre schon bei uns dabei bist, bei Emotion. Ganz, ganz tolle Zeit. Wenn du heute so auf deine Arbeit zurückschaust seit der Emotion-Übernahme, worauf bist du denn so besonders stolz? Was hat dir aber eventuell auch mal den Schlaf geraubt? So, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, jetzt mal so rückblickend? Also worauf ich besonders stolz bin, das lerne ich auch, weil ich finde, das ist oft so als Frau gar nicht, das ist als Frau auch mir immer leichter fällt, zuerst zu überlegen, was würde ich anders und besser machen. Ja. Und ich lerne selber auch, ich will ja so als gutes Beispiel vorangehen, zu überlegen, worauf bin ich eigentlich stolz. Deswegen vielen Dank für diese Frage. Ich würde sagen, ich bin stolz natürlich während Corona, dass es uns immer noch gibt, als erstes. Ja. Dass wir hier unsere Arbeitsplätze so gut es geht immer noch haben und gesichert haben. Und ich bin stolz, dass es überhaupt geklappt hat damals. Es war ja schon ein Sprung ins kalte Wasser und ein bisschen verrückt, wenn man so im Nachhinein guckt und dass es aber wirklich dann funktioniert hat. Und dass wir einfach so viele Frauen mit Emotion erreichen. Ja. Also das sind ja mittlerweile über alle Kanäle von Emotion, also Magazin, über Instagram, Website etc. über 2,5 Millionen jeden Monat. Und das ist schon eine Menge. Und ich finde es toll, dass wir sie inspirieren, so empowern dürfen und vor allem auch unter sich vernetzen können. Ja, das macht mich stolz.
Klasse. Und was war so mal dabei? Du hast jetzt eben schon angesprochen, Corona, aber gab es da auch andere Höhen und Tiefen, Sorgen, was dir mal den Schlaf geraubt hat, so Also im ich, Laufe der Zeit? ja, natürlich, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir als Unternehmer so auch drüber sprechen, was mal nicht so gut läuft, Ja, weil ich ja. glaube, dass ganz viele Frauen nicht springen in die Selbstständigkeit, weil sie immer denken, bei allen läuft es immer nur super und ich höre immer nur die Erfolgsstories und alles andere, also es gibt es nicht. Und wenn ich mir dann, das macht manchen, glaube ich, dann auch mehr Angst. Also natürlich. Deswegen, um die Frage ehrlich zu beantworten, natürlich gab es viele Höhen und es gab aber auch einige Tiefen auf dem Weg. Also Corona war letztes Jahr wirklich und ist immer noch. Also ich wünschte, ich könnte sagen, war, ja, also ist ja immer noch eine große, riesige Herausforderung für uns, weil am Anfang sehr viele Anzeigenkunden einfach auch unsicher waren und storniert haben, was ich total nachvollziehen kann, ja. Auf der anderen Seite, es hat uns sehr, sehr, sehr getroffen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr viel verkaufen von Emotion, von hohe Luft am Bahnhof und an Flughäfen. Und wer von deinen Zuhörern jetzt oder unseren Zuhörern und Zuhörern unterwegs ist, der weiß, wie viel man aktuell so verkauft. Ja, da ist ja fast niemand unterwegs. Und das sind so Verkaufsstellen, die uns sehr wegbrechen. Dazu machen wir Events, die wir jetzt nur digital machen können, etc. Insofern ist das jetzt schon die schlimmste Tiefe, die ich so durchlaufen bin. Es gab auf dem Weg natürlich noch einige mehr, weil ich in eine Branche gesprungen bin damals, die seit ich da reingesprungen bin, so rückläufig ist. Das heißt, es ist immer wieder ein Kampf, auf welchen Kanal setzen wir, was ist der richtige Weg, weil die Branche, wenn man sich die Auflagen der Zeitschriften überhaupt anguckt, ja sehr rückläufig sind. Und da ist es einfach immer wichtig für uns zu gucken, wo sind wir richtig aufgestellt. Ja. Und was hat dir dabei das Vertrauen gegeben, immer weiterzumachen? Also, was mir ganz großes Vertrauen gibt, ist, dass ich mich immer wieder und vor allem, wenn ich in so Tiefen drin bin, ja, also wie jetzt also Corona gab es durchaus so zwei, drei Momente im letzten Jahr, wo ich dachte, jetzt höre ich einfach auf, ja, das ist mir einfach zu, das geht jetzt einfach nicht mehr und ich fange nochmal ganz neu auf einer grünen Wiese an und so und es geht dann vielleicht leichter. Wir sind ja mittlerweile 46 hier Mitarbeiter, das ist schon, also schon ein großes Unternehmen mittlerweile und in diesen Momenten hilft es mir immer, dass ich mir aufschreibe, was würde ich denn jetzt stattdessen machen? Ja, also wenn ich das jetzt alles schließen würde und aufgeben würde, was würde ich dann machen nach einer Zeit? Und dann schreibe ich immer wieder das Gleiche auf, was ich jetzt mache. Und dann denke ich dann immer wieder, wäre Quatsch, es alles aufzugeben, was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Und insofern bringt es mich immer weiter, dass sie immer so nochmal so in mich hineinzufühlen, bin ich auf dem Weg, den ich gehen möchte, unterwegs, der auf dem Weg, der mein ist, ja. Und das ist auch so die Mission, die ich so allen mitgeben möchte. Wer willst du sein? Sich immer wieder diese Frage zu stellen, ja, und nur für sich selber die Frage zu beantworten und dann sich auf den Weg zu machen oder dabei zu bleiben, je nachdem, wie die Antwort ist, ja. Antwort ist, ja. Und was war so dein größtes Learning in diesem Prozess? In Kannst du dem das Prozess so? sehr konsequent, also viel konsequenter und fokussierter zu sein, manchmal vielleicht auch ein bisschen toughere Entscheidungen zu treffen, ja, auch wenn es dann, sage ich mal, für den, weiß nicht, für den einen Mitarbeiter oder Mitarbeiter dann härter ist, auf der anderen Seite immer das ganze Unternehmen noch mehr im Blick zu haben. Ja, also ich glaube, dass ich so in den letzten Jahren oder wir auch, ich habe es ja sehr lange mit meiner Mitinvestorin auch gemeinsam gemacht, ich glaube, dass wir insgesamt sehr davon getrieben waren, sehr sozial zu sein, was ja auch wichtig ist und was für uns auch ein sehr wichtiger Wert ist. Aber man muss schon abwägen, wenn das ganze Unternehmen nicht überlebt, dann nützt es auch nicht, wenn ich zu den Einz also sozusagen da manchmal weichere Entscheidungen treffe, ja, weil ich denke, das ist jetzt netter so für den Einzelnen. Ich glaube, es ist manchmal, vor allem wenn man in der Krise lernt, man das jetzt sehr, sehr krass. Also deswegen haben Krisen ja durchaus auch was Gutes, ja, dass man da konsequenter noch wird. Und ich merke, dass ich selber in den manchen Entscheidungen einfach tougher bin, aber ich vertraue darauf, wenn wir durchkommen, dass wir dann wieder auch stark genug sind, weiter zu wachsen und mehr Mitarbeitern wieder Arbeitsplätze zu geben. Aber momentan muss man unbequeme Entscheidungen treffen und das ist, merke ich,
Das ist so ein ganz großes Learning und ein großes Geschenk auch der Krise. Ja, ja, danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit da an der Stelle. Ja, danke. Du hast es eben ganz kurz schon mal erwähnt. Da geht auch meine nächste Frage mal so hin. Vor 10 Jahren, als du das als du es übernommen hast, wie 12 sind es jetzt, ne? In diesem Jahr werden 12. Im November werden es 12. 12, ja. Also mehr als 10. Wie hast du damals Menschen, / Investoren von deiner Vision überzeugen können und gewinnen können? So das, was war damals dein großer Wunsch und dein großes Ziel? Womit hast du die begeistern können, dass sie sagen, ja, da steige ich ein? Ich glaube, dass es die eigene Überzeugung und Begeisterung für die eigene Idee war. Also davon, dafür die Begeisterung, die, wo ich, glaube ich, rüberbringen konnte, dass ich sehr dafür brenne und alles dafür geben, bereit bin zu geben, sozusagen. Ja, dass ich das auch als Unternehmerin sehe. Das heißt, nicht so meinen persönlichen Profit an erster Stelle, sondern wirklich so die ganze Idee voranbringen möchte und weiß, wenn es einmal sehr erfolgreich ist, dass ich dann auch mit davon profitiere. Und dass ich das richtige Team an der Seite habe. Also ja. Ich glaube, Investoren und Investorinnen, es sind ja leider noch zu wenig Frauen als Investoren unterwegs, aber dann arbeiten wir alle, investieren ja nicht nur in die Idee, sondern vor allem in den Gründer und in das Team. Ja, also ich sag Team ist sehr, sehr wichtig, weil man will ja ein gutes Gefühl haben, wenn der Gründer einmal nicht kann oder gegen die Wand fährt oder so, da steht ein Team dahinter, das die Idee weiterspinnen kann. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, deswegen ein sehr gutes Team an der Seite zu haben und das so laufen zu lassen, dass es auch alleine laufen kann, ohne dass man jede Entscheidung selber mittreffen muss. Also ein selbstwirksames Team. Ja, super. Du verfolgst ja außerdem das Ziel, Emotion als Marke weiterzuentwickeln und setzt da ja nicht nur auf Printmedien. Du hast es eben auch angesprochen, dass der Markt unheimlich schwierig ist, weil immer mehr ja auch digital passiert, was ja notwendig ist auf der einen Seite, aber trotzdem möchte man ja auch immer was Handfestes so haben, so zum drin blättern und so. Auf welche Pfeiler setzt ihr da als Verlag, du und deine Kollegen, auch in Bezug auf Werbepartner, so um die Marke groß zu machen? Also ich setze nach wie vor zum einen immer wieder und weiterhin, und ich bin davon überzeugt, auch in den nächsten 10 Jahren auf Print. Ja, also ich finde, unser Printmagazin, egal ob Emotion oder Hohe Luft, ist so die Basis, die DNA von allem. Man will in diesem digitalen Zeitalter auch mal Ruhe haben für Sofa und Entspannung. Sehr, sehr wichtig. Daneben ist für uns das digitale Markenerlebnis, was wir machen. Das ist einmal die Website, aber immer mehr auch natürlich Instagram, Facebook, also Social Media Kanäle. Wir haben als neue Säule bauen wir langsam einen neuen Newsletter auf, der Hot Bowl heißt. Können sich auch anmelden, hotbowl.de. Ein Female Views and News, ein eigener Kanal, um unabhängig auch von Social Media Kanälen zu wachsen und neue Frauen zu erreichen. Das ist ja für uns alle wichtig, dass wir nicht nur in den Algorithmen, von den Algorithmen erpresst werden. Ja. Und das Dritte ist, also neben Print und dem Digitalen, ist auf jeden Fall sind Events. Das klingt momentan ja ganz verrückt. Ja, die gibt es ja momentan auch nur an digital, aber der Emotion Women's Day. Ja. Ist ja unser großes, große sozusagen Entwicklung und die wird in diesem Jahr stattfinden. Und ich halte immer noch daran fest, dass wir den 13. September wie auch immer Präsenz in Hamburg machen werden und den 14. September, den Dienstag, dann digital. Ja. Also ich hoffe, dass wir dieses Hybrid-Modell dieses Jahr hinbekommen. Und wird natürlich nicht so groß sein wie vor 2 Jahren mit 1000 fast Frauen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass wir Frauen, großartige Frauen wie dich auch und ob Coach oder Leserin, ja, dann wirklich auch untereinander vernetzen und gemeinsam ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dieses gemeinsame Leben und das ist eben nicht nur digital sich zu unterhalten, sondern sich auch wirklich kennenzulernen und Kaffee miteinander zu trinken. Ja. Das wird zurückkommen, diese Zeit. Und darauf setze ich auch. Also der Emotion Women's Day mit allen, mit dem ganzen Rollout in den EWD Kompakt, den wir machen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja.
Klasse. Da sehen sich auch, glaube ich, alle nach. Ne? Das so scharen alle mit den Hufen, sobald es wieder möglich ist. Ich war 2019 im Curio-Haus. Ja. Da durfte ich dich ja ganz kurz mal so für ein Foto und zack, warst du wieder weg. Es war so magisch. Natürlich wollten auch alle, die wollten sich natürlich austauschen und auch Mensch, und wir auch digital, jetzt sehen wir uns hier endlich mal. Und im Grunde, man hat den ganzen Tag Zeit und es war so toll auf den ganzen Etagen und lecker essen und diese ganzen inspirierenden Frauen, die da waren, also wirklich, wirklich magisch, und das muss unbedingt wieder passieren. Vor allen Dingen, ich drücke da wirklich die Daumen, und wir werden es ja auch gerne in den Shownotes nochmal verlinken. Vielen Dank. Dass da auch, auch für Newsletter auf der einen Seite, aber dass man da aber auch auf dem Laufenden bleiben kann. Da drücken wir echt die Daumen, dass es dann live stattfinden kann. Wie geht es dir denn so in dem Digitalen? Also findest du, dein Job ist auch total digitalisiert worden jetzt, total, oder? Total. Ja, im Grunde 100%. Ja. Und man merkt auch da zu Anfang, viele sind auf den Zug aufgesprungen und haben gemerkt, jetzt kann ich endlich mal die Chance nutzen. Ich wollte immer im Schwerpunkt digital arbeiten, aber jetzt, wo so viele nach über einem Jahr Homeoffice sind und Homeschooling für die Kinder haben und so, die sind einfach auch digital müde, sage ich jetzt mal. Also die warten dann so, auch im Coaching-Bereich, auch wovon du eben erzählt hast, Veranstaltungen und so, davon hat man ja gelebt, sich eins zu eins zu begegnen. Und da warten jetzt viele, ich möchte jetzt im Moment nichts digital machen, ich warte, bis es im Sommer hoffentlich wieder möglich ist. Also das hört man von ganz, ganz vielen. Ja, danke, dass du da auch die Gedanken mit uns teilst und auch, wie es wirklich bei euch aussieht. Und da spreche ich viele Kollegen, die ich ja auch über euch kennengelernt habe. Emotion, da ist Emotion die Schnittstelle, die einen über Instagram, die anderen über Facebook. Da sagen wir auch, also wir bleiben in Verbindung, aber wir wollen uns unbedingt bald wieder live treffen. Und die finden sich da absolut wieder in dem, glaube ich, was ich jetzt eben kurz angerissen habe, aber auch in dem, was du erzählt hast. Also vielen, vielen Dank. Und da ist Durchhalten die Devise. Du hast es eben schon gesagt, unbedingt. Im Team, ne, miteinander, auch wie kann man sich da unterstützen. Und ich glaube auch wirklich die Energie ins Positive wenden. Ja. Also ich habe gemerkt, als jetzt wir warten hier in Hamburg ja drauf, was wird sich wieder verschärfen, so nach Ostern. Und ich habe jetzt gestern auch zu einer Kollegin gesagt, also natürlich, ich finde die Zeit unmöglich, weil es ist Geldverbrennung. Natürlich, mein Vater ist an Corona gestorben oder an den Folgen von Corona. Also ich bin wirklich auch betroffen, weil ich immer, wenn ich die Toten höre, immer so denke, eine Person davon ist mein Vater. Ja. Der anderen Seite denke ich, Staatsversagen oder nicht aktuell. Wir müssen ja gemeinsam irgendwie da durchkommen. Ja. Und es lohnt sich nicht, sich nur darüber aufzuregen und so in so eine Negativspirale ziehen zu lassen. Weil wir werden nur durchkommen, wenn wir trotzdem durchhalten und gemeinsam die Maßnahmen ergreifen, die wichtig sind und weitergehen, und ins Positive bringen. Also ich hatte gedacht, dass ich heute wieder mal auf meinem Instagram-Kanal ein Zitat oder eine Aufforderung von einer Freundin, die auch Coach ist, posten will, und die heißt so, gehe dahin, wo die Freude ist. Ja? Finde ich so schön. Also so für sich selber zu überlegen, wenn ich nicht reisen kann, wo sind die kleinen Freuden, die ich so in meinem Leben finden kann, die mich wieder aufbauen. Ja? Also die kleinen Momente, auf die es ankommt. Absolut. Und auch da, selbst wenn wir einzelne Geschäftsbereiche vielleicht loslassen müssen, was einfach in Zukunft nicht mehr gehen wird, aber allein um lösungsorientiert zu bleiben, ne, neue Dinge zu sehen, die man vielleicht immer mal machen wollte oder auch mal was Neues auszuprobieren, dafür muss man ja positiv bleiben. Also danke nochmal für diesen Impuls. Du bist ja vor allem etwas über einem Jahr nochmal Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Kleiner Junge. Wie bringst du denn Familie und all deine Projekte, wenn man da mal tiefer einsteigt, was du alles machst, wo du überall engagiert bist, wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie schaffst du es da so für dich die Balance zu halten? Also ich würde sagen, ich bringe es nicht wirklich unter einem Hut und so richtig in der Balance spüre ich mich auch nicht. Also ich glaube, das ist mal ganz wichtig so zu sagen. Ich bewundere Frauen, die es wirklich perfekt schaffen, aber ich glaube, wenn man sowohl
das Unternehmen oder und Kinder sehen will. Man ist permanent in so einer, im Abwägen, und ich kämpfe selber, ich sage immer, wir dürfen kein schlechtes Gewissen haben, ja, wir Frauen, weil ich möchte meiner Tochter und jetzt auch meinem Sohn vorleben, dass ich voller Begeisterung meinen Weg gehe, ja, und der besteht nun mal aus beiden. Ich möchte weder das Muttersein müssen, noch die Arbeit müssen, aber es ist einfach eine Herausforderung, und die ich finde, es ist jedes Jahr, jeden Tag wieder was aufs Neue, und auf der anderen Seite, wenn ich nach einem vollen Tag wieder inspiriert, auch wenn müde, aber inspiriert nach Hause gehe, dann denke ich, ist auch richtig, und ich versuche die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, wirklich auch nur mit den Kindern zu verbringen, also nicht aufs Handy zu gucken oder an irgendwas anderes zu denken, sondern mich wirklich dann ganz auf sie einzulassen, und das ist so mein Weg, ja, zu gucken und nach dem Bauchgefühl sehr zu gehen. Also ich versuche, wenn ich spüre, jetzt ist der Moment, wo meine Tochter das braucht, dass ich sie, egal was ist, aus der Schule abhole oder von der Nachmittagsbetreuung abhole oder sie irgendwo hinbringe, dann versuche ich das immer irgendwie hinzukriegen. Ja? Also das ist dann die große Freiheit, die man auch als Unternehmerin hat, es ist dann auch wirklich so umzusetzen. Aber das ist so mein Weg. Ja? Also so zu schauen, eben, dass es passt, aber auch zu vorzuleben, dass Arbeit auch für uns Frauen dazugehört. Das ist mir, ich möchte frei sein, ich möchte nicht abhängig sein. Ja. Ich habe einen tollen Partner, der auch viel mitmacht. Also wir teilen uns sehr, sehr viele Dinge. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei allem. Ja, aber es gehört auch dazu, dass ich davon getrieben bin, auch unabhängig zu sein. Ich finde, es ist so wichtig für uns Frauen, finanziell unabhängig zu sein, und das, wirklich das so immer im Blick zu haben, nicht in irgendeine Abhängigkeit zu geraten, die uns dann in eine Unfreiheit steckt. Ja. Ja, danke dafür. Dann jetzt mal Stichwort Emotion. Welche drei Emotionen sind denn mit deiner Arbeit verbunden und warum gerade diese? Es sind so viele Emotionen. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ich glaube, eins ist wirklich Freude. Ja, also Freude. Ja. Über Begegnungen, also auch für unseren Podcast jetzt hier und dass wir uns sehen, auch über Zoom. Ja. Also die Freude, die große Chance zu haben, tolle Menschen kennenzulernen und in Austausch zu kommen. Es ist sehr viel Inspiration auch dabei, also inspiriert zu werden über Begegnungen, über was ich erfahre, über auch Auseinandersetzungen. Also es ist ganz viel. Ja. Wir sind sehr ein diskursfreudiges Team. Also da kommt auch viel Inspiration raus. Und ich verbinde aber auch auf jeden Fall also Motivation auch mit. Also indem ich meinen Weg gehe und immer wieder das ja hinterfrage, aber dann dazu komme, dass es so mein Weg ist, dadurch werde ich auch immer intrinsisch motiviert. Ja. Also ich brauche nicht Motivation von außen. Es kommt so von innen, von dem aus, was ich mache. Und das ist auch das, was mich so treibt, allen so mitzugeben, überleg, was dein Weg ist, was sind deine Stärken. Quäl dich nicht zu lange, wenn du weißt, ich bekomme nur negative Energien aus meinem Job, dann ist irgendwas nicht richtig. Ja? So, und hol dir Hilfe, tausch dich mit anderen aus. Also also Motivation ist wirklich auch sehr, sehr viel. Und ich bin insgesamt glücklich darüber, so ein tolles Team zu haben und wirklich so die Chance zu haben, das weiterzumachen, was wir hier jetzt angefangen haben. Ja. Toi, toi, toi dafür. Drücken die Daumen. Vielen Dank. Danke. Du, nochmal ganz kurz, du hast ja auch Bücher geschrieben, weil du eben auch von Inspiration und Motivation für andere sprachst. Welche Botschaft hast du da für deine Leserin? Kannst du da irgendwie eine Quintessenz nochmal weitergeben in 2, 3 Sätzen? Also ich habe mein neuestes Buch, das aktuelle Buch ist Du hast die Power, wo ich die Geschichte von unserem Verlag und meinem Weg erzähle. Und da geht es mir einfach darum, Frauen, also insbesondere Frauen zu motivieren, ihren Weg zu gehen und an sich selber und an die eigenen Stärken zu glauben. Und ich glaube, der Hauptsatz ist, dass ich lernen muss, darauf zu vertrauen, dass ich mein Ziel erreichen werde. Ja, und dann werde ich das auch erreichen. Also das ist ein ganz wichtiges Learning von meinem Weg. Also so einmal zu begreifen, ich habe es selbst in der Hand. Ich sitze selbst am Steuer meines Lebens. Ja, niemand anders, sondern ich entscheide immer wieder, was ich aus einer Situation mache. Zum anderen, aber ich kann alles erreichen, wenn ich mir selbst vertraue, dass ich das auch erreichen kann. Ja, ich habe lange diesen Glaubenssatz gehabt, ich kann alles erreichen, wenn ich nur ausreichend dafür kämpfe. Ich
ich arbeite daran, diesen Glaubenssatz wieder loszuwerden, weil wir Frauen ja so viel immer kämpfen und kämpfen und kämpfen und immer denken, wir haben es immer noch nicht verdient, erfolgreich zu sein. Ja. Und ich glaube, dass das ein sehr negativer Glaubenssatz ist, der mich auch lange begleitet hat. Ich glaube, es geht darum zu begreifen, ich kann alles erreichen, aber ich muss ein klares Ziel haben und ich muss mir vor allem selbst vertrauen, dass ich mein Ziel erreichen werde. Mhm. Ja, das ist das alles. Wenn ich mir selbst vertraue, dann dann ströme ich das auch aus und dann werde ich auch andere dafür begeistern und davon überzeugen können. Ja. Mhm. Ja. Danke. Und nochmal eine letzte Frage, die ganz, ganz viele sicherlich auch interessiert, die eben Emotion abonnieren, die es monatlich lesen. Und du bist ja auch ehrenamtlich sehr, sehr engagiert, zeichnest auch Frauen seit 2010 mit dem Emotion Award aus, die erfolgreich ihren Weg gehen in unterschiedlichen Kategorien und auch andere Frauen wiederum ermutigen, das ist eben auch schon angesprochen, ihre Träume zu verwirklichen. Mhm. Welchen Tipp gibst du diesen Frauen für den Weg und was würdest du ihnen sagen, bei euch kann man ja auch immer Mentorinnen gewinnen, wenn du die Mentorin wärst, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Ich würde ihnen auf den Weg geben, zu lernen, das zu sehen, was sie schaffen, ja? Also nicht immer nur zu gucken, was ich noch nicht geschafft habe, sondern das, was ich schon geschafft habe. Das eigene Netzwerk auf dem Weg so zum Ziel wirklich auch zu nutzen, andere nach Hilfe zu fragen. Das ist etwas, was uns Frauen oft so schwerfällt. Wir bauen ein großes Netzwerk auf, aber wenn es dann darum geht, Hilfe zu brauchen, dann tun wir uns schwer, mal so die Hand zu heben, weil wir mal alles selber schaffen wollen. Also ich glaube wirklich, öfters mal Hilfe zu fragen, wäre so ein Learning, was ich teilen würde und unbedingt auch sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, also ich finde ich bin davon überzeugt, wir Frauen kommen schneller voran, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, wirklich auch zu gucken, wem kann ich auf meinem Weg helfen und ohne zu gucken, was tut der für mich, sondern wem kann ich helfen, wen kann ich mitziehen nach vorne. Ja. Das ist wichtig. Und wenn ich dann mein Ziel erreicht habe oder erfolgreich bin, darüber auch zu reden. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, über unsere Erfolge zu sprechen und sichtbar zu machen, das ist auch etwas, was dazugehört. Ja? Darüber denken die Männer gar nicht nach. Und ich glaube, wir Frauen müssen da so ein bisschen dahin getrieben werden, dass es toll ist und dass wir Vorbilder für viele, viele andere Frauen sein können, wenn wir darüber reden, was wir geschafft haben und wie wir es geschafft haben, was so unser Learning ist. Und da ist es so wichtig, das zu lernen und das in Ordnung zu finden. Ja? Und ich glaube, wir Frauen, ich kenne es von mir selber auch, dann fühlen uns dann immer so komisch, dass ich jetzt da nach vorne gehen soll, sondern erzählen, was ich geschafft habe und so. Das ist doch noch nicht so groß und ich habe ja noch ganz was anderes. Erfolg sein, dann rede ich drüber und ich denke mir, das ist so Quatsch. Also über die Zwischenerfolge schon zu sprechen, sich zu zeigen, um einfach zu wissen, ich motiviere damit andere Frauen auch ihren Weg zu gehen. Ja, weil es geht. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist. Großartig. Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Und auch mehr so dieses wirklich Wir-Gefühl in der aktuellen Ausgabe. Ja. Ne, habt ihr auch viel über Sisterhood geschrieben und das Thema auch, das Thema Geld auch angehen im Vergleich zu Männern. Also da bin ich auch ganz, ganz tief drin, was in der aktuellen Ausgabe da veröffentlicht wurde. Ellenbogen einfahren und nicht nur reden, wir, sondern es wirklich auch leben. Und sich auch feiern und stolz sein und das nicht noch von anderen Dingen irgendwie abhängig machen, ne, die noch passieren müssen, höher, größer, schneller, weiter, noch mehr Ausbildung, noch mehr Zertifikate, sondern man ist genug. Und das hast du sehr, sehr schön abgerundet. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit, dass du uns da so ein bisschen in die Vergangenheit, auch in dein Leben, deine Gedanken, Gefühle hast schauen lassen. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele andere tolle Frauen da inspirieren. Schaut doch unbedingt in die Shownotes. Kasia wird mir alles hier noch mitteilen und dann setze ich das rein. Könnt ihr dann direkt draufklicken. Und dann hoffen wir, dass wir uns vielleicht im September beim Emotion Women's Day hier in Hamburg dann live sehen. Unbedingt, darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, bleibt gesund und verbindet euch mit uns, mit der Welt, mit euch selbst. Bleibt positiv, pure and positive. Und alles Gute für euren Weg.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.